Heute reden wir über unsere Wäsche. Es geht in dem heutigen Video darum, wie wir im Tiny House unsere Wäsche waschen, welche potenziellen Probleme auch auftreten können, wie wir dieses Problem für uns gelöst haben und ob wir mit unserer aktuellen Situation und dem Wäschetrocknen, Waschen und Trocknen zufrieden sind. Wir sind Anja und Ilan. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Die Frage, ob wir uns jetzt eine Waschmaschine kaufen oder nicht, stand lange im Raum. Es ist ja immerhin eine sehr individuelle Entscheidung. Wir kennen auch Tiny House Bewohner, die haben gar keine Waschmaschine. Die kommen auch so bestens zurecht und fahren dann eben ein- oder zweimal sogar, ich denke mal einmal, die Woche in einen Waschsalon und waschen dann dort ihre Wäsche, nutzen die Zeit dann irgendwie auch noch zum Einkaufen oder wie auch immer. Also verknüpfen das Ganze dann wirklich mit einem Besuch in der Stadt. Unser Ding ist das allerdings nicht so wirklich. Wir haben uns daher auch recht früh für eine Waschmaschine entschieden. Da kommt auch so ein bisschen dieses Freiheitsgefühl in uns mit auf, zu sagen, wir können jederzeit unsere Wäsche waschen, auch die Wäsche unseres Hundes waschen. Das kann man ja im Waschsalon zum Beispiel nicht machen. Genau, ne? Ohne irgendwie zu fragen oder das Gefühl zu haben, dass wir das hier nicht dürfen. Und daher haben wir uns jetzt für eine Waschmaschine entschieden. Ja, die einzigen Fragen, die natürlich dabei auch noch aufgekommen sind, sind zum Beispiel das Thema Feuchtigkeit. Wie ist das, wenn ich ein, zwei, dreimal die Woche Wäsche wasche im Tiny House? Was mache ich mit der aufsteigenden Feuchtigkeit? Kann es da längerfristig mal zu Problemen kommen? Und das ist unserer Meinung nach eine total berechtigte Frage. Im Sommer weniger das Thema, weil man da ja auch bevorzugt dann draußen die Wäsche trocknen kann. Das machen wir auch am liebsten. Aber wie ist es dann in den Herbst-Wintermonaten, wenn es draußen ungemütlich wird, kalt und nass wird, wie mache ich das dann im Tiny House? Und in unserem Fall haben wir schon damals bei der Grundrissplanung überlegt, wo wäre denn überhaupt Platz, die Wäsche zu trocknen. Der meiste Raum auf unseren 18 Quadratmetern ist in der Küche oder in der Wohnküche. Ja. Und da waren wir aber mit der Lösung noch nicht ganz so zufrieden. Naja, es ist ja auch so, dass wir täglich kochen und die Essensgerüche, die sind halt nun mal, die stehen nun mal im Raum und das zieht natürlich dann auch in die saubere Wäsche rein. Das heißt, es kam eigentlich nur ein Raum in Frage und zwar einer, der irgendwie auch verschließbar ist, wo wir auch zwei Türen haben. Das ist unser Durchgangszimmer, das ist unser Badezimmer. Da haben wir einmal die Schiebetür hinten. Wir haben ja auch so im Badezimmer eine ganz elegante Lösung eigentlich mit der Luftfeuchtigkeit, also wie wir diese dann quasi aus dem Raum befördern. Einmal haben wir unser Badezimmerfenster und einmal haben wir unseren Ablüfter, der eigentlich anspringt, sobald die Luftfeuchtigkeit hoch ist im Badezimmer. Das heißt, da ist eigentlich so der ideale Ort, das gleich schon zu messen und gleich da schon gegenzuwirken. Und es funktioniert auch beim Duschen wunderbar. Also wir haben bis jetzt noch nie Probleme gehabt. Das, was man natürlich dafür aber immer gewissermaßen abgeben muss, ist halt der Raum, dieser halbe Meter neben der Toilette, neben dem Toilettensitz, den man eben an Platz verliert. Aber zum Glück haben wir eine Variante gefunden. Man kann auch unseren Wäschetrockner platzsparend wieder einklappen, wenn man auf Toilette ist oder das Gefühl hat, boah, jetzt gerade für 5 Minuten brauche ich mal ein bisschen Platz. Aber das Problem ist, dass der Wäschetrockner natürlich zu klein ist. Das heißt, wenn wir jetzt eine große Wäsche machen und wir wollen ja auch, wenn wir waschen, das nutzen und die Trommel vollkriegen, dann passt halt nicht alles drauf. Und da haben wir uns dann natürlich auch die Frage gestellt, wie machen wir es denn? Wo können wir außerdem unsere Wäsche trocknen? Das heißt, wir haben uns letztendlich nicht für eine Waschmaschine entschieden, sondern für einen Waschtrockner, damit wir ein 2-in-1-Gerät haben. Wir haben uns jetzt für eine Slim-Variante entschieden. Also ja, die Investition war ein bisschen höher. Wir wollten damals zu Beginn uns auf eBay Kleinanzeigen einfach einen gebrauchten Waschtrockner holen. Hätte aber bei unserem Waschmaschinenschrank von der Tiefe jetzt nicht gereicht. Das heißt, wir mussten auf eine Slim-Variante, auf eine sehr, sehr schmale Variante ausweichen. 46 cm ist die Tiefe, glaube ich. Ja, ne? Ja, das ist auch schon das Maximum der Gefühle. Die Luftfeuchtigkeit haben wir hiermit jetzt also beseitigt, sagen wir mal. Und auch das Thema, wo hängen wir die Wäsche auf und wie trocknen wir die Wäsche. Jetzt kommen wir dann mal zur Rüttelplatte, nenne ich das immer. Also das, was passiert zum im Schleudergang. Genau. Ja. Also es schleudert nicht nur unsere Wäsche, sondern auch unser gesamtes Haus. Dass die Fundamente unseres Hauses somit noch mal ein bisschen in den Boden gerüttelt werden. Als wir beim ersten Schleudergang, da hatten wir so ein Waschen- und Trocknen-Programm das erste Mal gestartet, um dann mal zu gucken, wie lange dauert das und wie funktioniert das und wie fühlt es sich an. Wir sind beinahe echt vom Sofa gefallen. Wir waren so ängstlich und dachten, oh Gott,
ist dieser Schleudergang, ist das jetzt ein Problem für das Haus? Ist das irgendwie schlecht? Und was ist mit den Stützen? Das war aber auch heftig, komm. Das war schon, ja. Also das war wirklich so, als würden hier 10 Leute irgendwie rumtouren im Haus. Also das war so heftig. Da musste ich echt, ich bin dann immer wieder rausgelaufen, habe mir die Stützen angeguckt. Passt da noch alles? Passt da noch? Haben wir uns irgendwie bewegt? Ich konnte nichts entdecken. Also haben wir einfach weiter gewaschen. Bis jetzt passt es auch soweit. Wir haben die Umdrehung reduziert. Also wir nutzen jetzt irgendwie eine Umdrehung von 800, glaube ich. Ja. Oder auch mal 600, je nachdem. Schont die Wäsche sowieso dann mehr. Und das ist für uns A, erträglicher. B, haben wir uns inzwischen total dran gewöhnt. Man kann in der Zeit ja auch schön spazieren gehen oder die Zeit draußen nutzen. Die Lautstärke geht. Wir haben ja auch diese nicht die Rutschmatte, sondern wir haben ja diese Gummi- oder Rutschfüße, Anti-Rutschfüße oder die dämmen auch nochmal so ein bisschen. Also das funktioniert ganz gut. Für uns ist die Wasch-Trocken-Kombination super, weil wir eben auch Dinge wie Haushaltspapier und andere Produkte, die man sonst schnell wegwirft, reduzieren möchten. Wir möchten mehr auf Stofftücher umstellen oder wenn wir irgendwann mal Familie haben sollten, auch über das Thema Stoffwindeln und so weiter nachdenken. Und gerade unter den Aspekten und vielen weiteren machte die Anschaffung eines Waschtrockners für uns total Sinn. Zum Thema Reinigung des Waschtrockners, da waren wir auch noch ein bisschen unsicher, weil wir sonst immer nur separate Geräte kannten und sich natürlich auch einige Flusen ansammeln beim Trocknen. Und jetzt in dieser Kombination ist es so, dass verhältnismäßig wenig Flusen hängen bleiben. Es ist so nach dem Trockenvorgang, dass man am Rand mit dem Lappen nochmal schön entlang kann. Und unten rechts an der Maschine gibt es auch noch eine Reinigungsöffnung. Da kann man dann auch nochmal vom Waschen gerade das Sieb rausholen von Haaren, Flusen oder doch mal eine Haarklammer, die dann aus Versehen doch mit in der Maschine gelandet ist, befreien. Also das funktioniert bisher ganz gut. Auch spannend für die anderen Zuschauer, wie ihr das auf kleinem Raum gegebenenfalls gestaltet. Weil das Thema Waschen und Trocknen im Tiny House lässt sich ja auch super auf kleine Wohnungen oder kleine Wohnräume allgemein übertragen. Also wenn ihr da tolle Waschtrockenmöglichkeiten oder Trockenmöglichkeiten, Hängevarianten, Stehvarianten, Indoor, Outdoor kennt, packt das gerne alles unten in die Kommentare, da können wir nur alle von profitieren. Ja, vielleicht habt ihr ja auch ein gutes ökologisches Waschmittel, welches ihr empfehlen könnt oder irgendeine ökologische Variante. Ich bin halt nur jemand, ich mag auch den einen oder anderen Duft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag, wenn das frisch nach frischer Wäsche riecht. Also ich interpretiere das so jedenfalls und verbinde das dann damit. Ja, also das ist, so müssen wir alle oder können wir alle immer an uns arbeiten. Wir hoffen, euch hat das Video soweit gefallen. Und wenn ja, hinterlasst uns gerne einen Daumen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss. Gesundheit.